Smoking Joe, Mikey Burns, Hey Stack, Free Up the Herb. Stepping in the place, y'all in my seat. Got a swag nigga out of this galaxy. Saw a pretty young thing in the VIP. She was kinda shy, but it didn't bother me. Baby girl got my attention span. Cannabis got me feeling like. Beim Fußball kommt es einfach darauf an, wie man sich anstrengt oder wenn man sich Zeit dafür nimmt. Ich habe mir natürlich Zeit genommen, die letzten 4 Jahre, und möchte mir jetzt weiter die Zeit nehmen. Mein Name ist Hamza Haaf, ich bin 16 Jahre alt, bin in Libanon geboren und komme aus Berlin. Also ich habe 4 weitere Brüder, wir sind insgesamt 5 Jungs und mein kleiner Bruder geht noch zur Schule. Ich habe noch 3 größere Brüder, der eine macht jetzt eine Ausbildung und meine anderen 2 größeren Brüder gehen auch arbeiten. Die Schule habe ich gerade erfolgreich beendet, die 10. Klasse. Und will mich erstmal auf Fußball konzentrieren. Ich hatte heute ein Fußballspiel, was wir erfolgreich beendet haben, mit einem Endstand 4:2. Ich spiele in der Mannschaft Viktoria Lichterfelde. Ein normaler Verein wie jeder andere hier in Berlin. Wir bereiten uns gerade auf die Saison vor und dann trainieren wir 5-mal die Woche, also von Montag bis Freitag. Und Samstag oder Sonntag haben wir immer ein Testspiel. Und wenn die Saison anfängt, trainieren wir nur 3-mal die Woche. Ich spiele jetzt 4 Jahre Fußball, also ist nicht so lange. Aber ich habe viele, viele Erfahrungen gesammelt und mich schnell entwickelt. Mein Ziel ist es natürlich, Fußballprofi zu werden. Ja, mein Ziel im Fußball ist mein Ziel, Fußballprofi zu werden. Das Problem im Fußball ist meistens die Verletzungen. Da muss man für eine längere Zeit aufhören. Verlernt man alles auch schnell. Aber ansonsten kann man dann in den Beruf reingehen. Wenn ich bis 35 Jahre aufhöre, dann denke ich nicht, dass es noch viel Sinn hat. Ich werde älter, nicht jeder Fußballer ist mit 35 Jahren reich. Aber man kann dann auch noch in den Beruf gehen, ja, klar. Und wenn es am Ende nicht mehr Fußball wird, werde ich gucken, was ich weitermachen möchte. Meine Lieblingsfußballmannschaft ist FC Barcelona, weil da der beste Spieler der Welt ist, namens Lionel Messi.